Ja, Leute, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es wieder meine Meinung zu den neuen Icon Swaps. Es sind am Montag die Icon Swaps 3 rausgekommen. Und ja, ich wollte eigentlich die Woche, wie gesagt, das SBB gegen Luz machen. Aber gut, dann haben wir halt da noch eine Woche länger Zeit, dass er mir das ganze Zeug schickt und dass wir die Bestrafung aufnehmen. Heute gibt es, wie gesagt, eine Meinung zu den neuen Icon Swaps. Und ja, ich bin schon hyped. Ich würde sagen, wir schauen da einfach direkt mal rein. Abfahrt. So, also fangen wir hier an. Am Anfang dachte ich mir hier erstmal, wir haben hier ein paar Packs zur Auswahl. Aber ich würde sagen, das sind eher so Lückenfüller-Packs. Für wenn man halt sich von den anderen Sachen sich schon was geholt hat, dass man dann einfach, wenn man noch ein paar Tokens übrig hat, dass man die dann einfach mit abschließt. Die sind ja ganz günstig, das sollte eigentlich für jeden mindestens eins dabei sein, wenn man nicht komplett alle ausreizt. Es müssten wieder 18 Tokens sein, die man sich erzocken kann. Oder man macht so, dass man halt alle drei von denen da abschließt und dann hat man wieder ordentlich bisschen SBC-Futter. Und das ist natürlich auch was sinnvoll wäre, weil hier das 84 plus mal 20 Pack, das sind einfach 20 High-Rated Spieler in einem Pack, das könnte sich für SBCs auf jeden Fall auch mit lohnen. Ja gut, kommen wir aber zum Icon Moments Pack, heißt du bekommst einfach einen Icon Moments Spieler für 5 Token. Ich schätze mal, hast du für 14 Token oder so einen Prime Icon Spieler 92 plus oder so bekommen, das was ich auch gemacht habe. Jetzt kriegst du hier einen Prime Icon Moments Spieler, der ist ja nochmal krasser, für 5 Token, also das ist auf jeden Fall schon mal sehr stabil. Also das gesehen haben wir ja mir auch gedacht, Junge, was haben die da jetzt rausgeballert? Und dann kommen wir hier zu Bastian Schweinsteiger. Unfassbare Karte für 6 Token. Für 6 Token. Der kostet gefühlt überhaupt nichts. Also den kannst du eigentlich instant abschließen, weil ich glaube, das müssten wieder neuen Token sein, die du instant abschließen kannst. Das ist vor allem für uns Deutsche eine Überlegung, die auf jeden Fall gemacht werden sollte, sage ich mal so. Es ist auf jeden Fall eine geile Karte der Basti. Ja, kommen wir zum 92 plus Icon Moments Pack. Also da bekommst du einfach wieder einen Prime Icon Moments Spieler, aber halt 92 plus. Du musst aber 2 Token mehr ausgeben, finde ich, für das. Ja, dafür hast du halt diese ganzen Nakatas nicht mehr zur Auswahl. Lol, das ist da steht der Mittelfeld oder Stürmer. Aber das ist trotzdem ein Pack, wo es eine Überlegung wert ist, vor allem wenn du weißt, okay, ich brauche jetzt ein Stürmer-Icon, ein Mittelfeldspieler-Icon, ich brauche keinen Verteidiger-Icon, dann mach das Pack, weil, ja, dann mach das auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu Risto Kroschko. Ganz ehrlich, schaut euch mal bitte diese Stats an. Die sind krank. Diese Stats sind krank. Ich sag's euch, die Stats, die sind schon mal. Und dann halt hat er Forster Skills, 3 Sterne Weakfoot. Die 3 Sterne Weakfoot sind in dem FIFA jetzt nicht so wichtig. Forster Skills ist das Mindeste, was man als Stürmer eigentlich haben sollte. Aber sonst alles andere, schaut euch die Stats an. Der ist auch eine Maschine. Kann man auf jeden Fall auch empfehlen. Kommen wir hier zum 92 plus Prime Icon Spielerwahl. Da hast du jetzt eine 92 plus Prime Icon Pack, also halt so wie ich das letzte Mal gehabt habe, nur dass du jetzt eine Spielerwahl hast, heißt, du kannst ja aussuchen von ein paar Leuten, die da sind, wen von denen du haben möchtest. Und das ist halt schon nochmal so eine Stufe höher. Ist auf jeden Fall auch eine Überlegung wert, muss man sagen. Das ist auch, also was die das mal rausgehauen haben, das ist wirklich gut. Kommen wir hier ein zweiter. Das ist dann für ein Token mehr den Prime Icon Moment Spielerwahl abgedeckt. Ne? Da kriegst du nicht nur den Prime Icon, da kriegst du den Prime Icon Moments. So, das mal ist zwar, kann jeder Prime Icon Moment sein und keine 92 plus, aber gefühlt jeder Prime Icon Moment hat auch ein 92er Rating. So, es gibt glaube ich nur 5 Icons oder so, die keinen 92er plus Prime Icon Moments haben. Also das sieht schon mal auf jeden Fall lecker aus. Du kannst halt auswählen, wenn du nimmst. Das ist auf jeden Fall auch wieder was Cooles, was man sehr gerne mitnehmen kann. Dann kommen wir hier zu George Best. Diese Karte ist natürlich auch wieder krank. So, wer eine Flügel-Icon braucht, der soll den mitnehmen. Das ist dann auch wahrscheinlich die beste Wahl für den.
Allerdings, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sowas halt viel attraktiver ist wie so ein George Best, auch wenn er eine kranke Karte hat. Ja, und ich glaube auch ein Spoiled Kopf würde ich wahrscheinlich eher dann nehmen wie ein Best. Er kostet halt nochmal 3 Token weniger. Also man muss mal überlegen, man kann den natürlich mitnehmen. Wie gesagt, wenn man eine Flügel-Icon braucht, ist eine Empfehlung. Ansonsten eher da so, naja, muss man mal gucken. Ne? Dann kommen wir hier zu 92 plus Icon Moments Mittelfeldspieler. Spielerwahl. Genau, also da ist wieder ein Player-Pick von Icon Moments mit 92 plus Spieler, aber es ist ein Mittelfeldspieler. Ist auch eine Überlegung wert, vor allem wenn man einen Mittelfeldspieler sucht. Wenn man halt einen Mittelfeldspieler in seinem Team braucht, dann würde ich das wahrscheinlich machen. Wenn man aber jetzt sagt, okay, mir ist eigentlich scheißegal, auf welcher Position ich jetzt eine Icon habe, dann weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich trotzdem eher das hier machen. Einfach weil es billiger ist. Du hast mehr Optionen, du hast mehr Spiele, die du kriegen könntest. Und ja, das 92 plus, wie gesagt, das haben sie gefühlt alle dann die Prime Icon Moments Karten. Aber kommen wir zur nächsten Karte. Ich kenne da jemanden, der hat den schon First Owner. Check dir mal das Video ab, könnt ihr gerne machen. Und ich habe gehört, der soll richtig krank sein. Er war mein Idol, er war mein Vorbild und so wollte ich immer werden wie Puskás. Wer Puskás mitnimmt, der wird safe nicht falsch machen. Das ist so eine geile Karte. Hier von Skills und Bigfoot hat er die gleichen Werte wie ein Stoichkov. Die Stats sind ebenfalls brutal. Den macht man blind. Aber gehen wir mal weiter hier zum 92 plus Icon Moment Stürmer Spielerwahl. Das ist jetzt quasi das gleiche wie das Mittelfeldspieler hier, nur dass du genau 3 Token mehr zahlst. Einfach bloß weil es eine andere Position ist. Frag mich nicht warum. Und ja, wie gesagt, macht das, wenn es einen Stürmer sucht, beziehungsweise wenn es einen Stürmer sucht, würde ich wahrscheinlich nicht das machen, sondern einfach hier einen Puskás mitnehmen, weil da habt ihr garantiert eine kranke Icon. Und ja, könnt ihr aus ein paar zwar aussuchen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der besser sein wird wie Puskás, naja, ist nicht ganz so, würde ich mal behaupten. Dann kommen wir hier zu Rio Ferdinand. Also viele spielen ja mit Außenverteidiger in dem FIFA. Es wird auch nicht mehr so OP, so ein Ferdinand, wie er noch zu Anfang von FIFA war. Aber gut, schau mal an, der hat 86 Tempo als Innenverteidiger. Wenn es da ein Shadow drauf klopft, dann kann der trotzdem mit jedem mithalten. Und wir wissen alle, also wenn wir schon mal gegen Ferdinand gezockt haben, wie ungern man gegen den zockt. Also wer da hinten in der Defensive einen Innenverteidiger braucht, nimmt den mit. Also kommen wir jetzt 93 plus Prime Icon Moment Spieler, weil Hilfe ist das. Ja, ist halt 16 Tokens, wenn man auf der anderen Seite mal wieder so sieht. Und für wie viel kriegst du eine normale Prime Icon Moment Spielerwahl? Für 10 Token. Das sind 6 Token mehr. Für das, dass ein Nakata, ein Barnes, ein Cole, ein Gattuso, ein Campbell, ein 2000 Jahre später. Fernando Torres und ich kann sie schon gar nicht mehr aufzählen. Es sind trotzdem einige Icons, die da wegfallen, die eigentlich ganz geil wären. Und du zahlst 6 Token mehr. 6 Token mehr. Also, wer kommt auf die Idee, für sowas 6 Token mehr zu zahlen? Klar, es fallen die meisten nicht so geilen Icons weg, aber lohnt sich das 6 Tokens mehr auszugeben? Aber gut, kommen wir hier zu Patrick Vieira. Es ist genau dieser Kerl, mit dem die ganzen E-Sportler immer gezockt haben. Und der hat halt auch geile Stats. Und das Einzige, was bei dem nicht so geil ist, ist halt die Beweglichkeit so, aber er ist halt ein Sechser und der ist dafür da, dass er hinten abräumt und recht viel mehr muss er auch nicht tun. Und es hat einen Grund, dass die besten E-Sportler den immer gezockt haben, den Vieira. Der ist auf jeden Fall krank, kann man auf jeden Fall auch empfehlen, würde ich behaupten. Und ja, das war's. Das sind alle Icon Swaps, die rausgekommen sind. Und ich glaube, ich habe bei 90% von den ganzen Dingern gesagt, jo, das ist geil, macht's denn. Aber gut, was werdet wahrscheinlich ich persönlich für mich machen? Und das zeige ich euch jetzt nochmal ganz kurz. So, zum einen normal muss ich den Schweini machen. Also wenn ich den nicht mache, dann weiß ich auch nicht. Also der Schweini, der kommt auf jeden Fall in mein Team.
wie gesagt, ich als Bayern-Fan muss ich den machen einfach. Das ist so eine geile Karte, Mann. Schweini, auf den habe ich Bock. So, neben Schweini möchte ich dann noch das Icon Moments Spielerwahl machen, aber das ganz normale für 10 Token. Auf das habe ich auch übel Bock. Einfach weil dieser Spannungsfaktor, was ist da drin, so, das ist einfach geil so. Und ja, ich denke, ich werde das machen. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich das Prime Icon Moments Pack machen soll, aber ich habe jetzt die letzten beiden Male ein Pack gemacht. Klar, es wäre viel günstiger. Ich habe jetzt die letzten beiden Male aber ein Pack gemacht so, und letztendlich kannst du hier bei dem Ding auch noch selber aussuchen, wen du nimmst. Und ich glaube, das hier ist sogar auch ein bisschen schlauer. Deswegen werde ich das hier auch nehmen. Und dann habe ich schon 16 Tokens quasi rum und habe noch 2 Token übrig. Wenn ich noch und mir noch die Mühe mache, die zu machen, dann werde ich auf jeden Fall hier noch das 83 plus mal 25 Pack als Lückenfüller Pack mitnehmen. Und ja, das sind so die Sachen, die ich nehmen würde. Ja, ich bin schon hyped, Mann, auf wenn ich die dann endlich mal hab. Ja, das wird so krank werden. Geil, Mann. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus.